Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, willkommen aus der Plenarwoche des Europaparlaments hier aus Straßburg. Am Dienstag stimmte das Parlament mit großer Mehrheit einer Brexit-Resolution zu, die den aktuellen Verhandlungsstand als unzureichend einstuft. Damit haben sich die Europaabgeordneten der Einschätzung der Europäischen Kommission angeschlossen. Das bedeutet in der Praxis, dass nun die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in diesem Monat wahrscheinlich nicht die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einleiten werden. Für uns Sozialdemokraten ist wichtig, dass die Bürgerrechte der EU-Bürger in Großbritannien auch nach dem Brexit gewahrt werden und dass der Europäische Gerichtshof für sie zuständig bleibt. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Debatte und anschließende Verabschiedung der Parlamentsposition zur diesjährigen UN-Klimaschutzkonferenz in Bonn. Als neuer Berichterstattung des Außenpolitischen Ausschusses für europäische Klimadiplomatie stimme ich dem Inhalt voll und ganz zu. Das Pariser Klimaschutzabkommen muss jetzt trotz Widerstand aus den USA endlich und schnell umgesetzt werden. Das Thema Klimadiplomatie werde ich in den kommenden Monaten in einem Entwurf für den Parlamentsbericht ausarbeiten und selber auch an der Klimakonferenz in Bonn teilnehmen. Wie wichtig Europa ist, das sehen wir an der aktuellen Ankündigung der Europäischen Kommission, beispielsweise Irland vor dem Europäischen Gerichtshof zu bringen, weil es sich weigert, 13 Milliarden Euro an Steuern von Apple zurückzuholen. Diese Entscheidung zeigt erneut, dass nur eine starke EU endlich es schafft, internationale Konzerne im Zaum zu halten. Das kriegen keine einzelnen Mitgliedstaaten hin. Soweit von heute hier. Alles Gute aus Straßburg. Ihr und euer Arne Lietz.